Holz ist einer der ältesten Bau- und Werkstoffe. Die Menschen nutzen Holz seit Jahrtausenden für die verschiedensten Zwecke. Allerdings ist Holz für Schädlingsbefall anfällig. Holzzerstörende Insekten sowie Pilze sind heutzutage weit verbreitet. Die Schädigungen reichen dabei von kleineren Materialverlusten, zum Beispiel durch Holzwürmer, bis hin zur massiven Zerstörung ganzer Bauteile durch den echten Hausschwamm. Um einem Schädlingsbefall vorzubeugen, wurden in den 1970er sowie 80er Jahren im Alt- und Neubau Holzschutzmittel eingesetzt. Diese enthalten Lindan und Pentachlorphenol, kurz PCP. Diese Wirkstoffe verhindern aber nicht nur einen potenziellen Schädlingsbefall, sondern schädigen das gesamte Ökosystem inklusive uns Menschen. Je nach Dauer und Intensität des Kontaktes kann es zu Haarausfall und Verätzungen, zu Schädigungen der Leber und des Immunsystems kommen. Aber auch krebserregende Wirkungen sind möglich. Für den Menschen ist Lindan über die Sinnesorgane nicht wahrnehmbar. PCP hingegen verströmt einen muffig-modrigen Geruch. Beide Stoffe können nur im Labor eindeutig identifiziert werden. Die herkömmliche Schadstoffsanierung ist kostspielig, verbraucht viel Energie oder kann sogar zum Verlust wertvoller historischer Gebäude führen. Daher entwickelten Forschende des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik, IBP, einen neuen Ansatz für den Umgang mit belasteten Hölzern, das Zykloplasma-Verfahren. Dieses kombiniert den Einsatz von Zyklodextrinen mit der Plasmatechnologie. Zyklodextrine sind ringförmige Stärkeverbindungen mit einem Hohlraum, der eine saugende Wirkung entfaltet. Sie finden normalerweise in der Pharma- und Lebensmittelindustrie Verwendung. Neu ist der Einsatz als Adsorbermaterial im Bauwesen, der in diesem Projekt erprobt wird. Die Plasmatechnologie ist eine erprobte Methode zur Reinigung von Raumluft, die zum Beispiel auch während der Corona-Pandemie in Klassenzimmern eingesetzt wurde. Ein Lichtbogen ionisiert die Luft und zerstört dadurch die Schadstoffpartikel. Hier werden sie dann durch das Plasmagerät unschädlich gemacht. Durch die Kombination zweier erprobter Verfahren können schadstoffbelastete Hölzer so in Zukunft mit geringem Ressourcen- und Kosteneinsatz dekontaminiert werden.